Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Illusion of Time. Wir befinden uns hier nach wie vor in der chinesischen Mauer. Ja, wir sind hier im letzten Part hingekommen, weil wegen Lance und so, ne, wir kennen ja das Problem. Ja, wir haben auch Lily wieder gefunden, beziehungsweise sie hat uns gefunden. Sie begleitet uns nun, wie üblich, in unserer Tasche, was ich nach wie vor sehr interessant finde, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, ich möchte jetzt hier erst eigentlich nochmal gucken. Ich nicht weiß, ob ich hier nicht doch noch irgendwo was ausgelassen habe. Hier war jetzt aber, glaube ich, nichts weiter. Nee, komme ich ohne Freedan eh nicht durch. Nein, also wir müssen jetzt den Dungeon abschließen. Ich glaube, ich war hier auch überall. Ich hoffe es einfach mal. Also rote Juwelen gibt es hier definitiv keine mehr. Hier müssen wir wieder mal mit unserer neu erworbenen Attacke rüber hüpfen. Und wuschel. Ja, und ich glaube, ich befürchte, wir kommen jetzt hier zum Boss. Yep. Und dieser Boss wird insbesondere Zelda-Spielern irgendwie im Begriff sein. Denn, passt auf. Der ist eigentlich auch nicht schwer. Das Problem ist nur, dass wir so wenig Schaden machen. Das ist der Sandfänger und ich finde, er erinnert extrem, aber wirklich extrem, an The Legend of Zelda. A Link to the Past, an die Lanmullers. Also mich zumindest. Das hier ist halt auch so ein Geduldsspiel, ne? Muss man halt immer gucken, wo kommt er jetzt gerade raus, logisch. Aber wir nehmen halt mit Will leider Gottes sehr, sehr wenig Energie nur ab. Und wir können diesen Bosskampf hier aber auch nicht als Freedan absolvieren. Leider. Und wir können ihn nur am Kopf verwunden, leider. Wo ist er? Da ist er. Ah, ich habe ihn sogar einmal getroffen. Ja, wir nehmen ihm halt jedes Mal quasi so einen halben Blubbel da ab. Wenn wir ihn dann treffen. Er macht eben mit jedem Angriff 2 Schadenspunkte. Also 4 Lebenspunkte nimmt er uns damit ab, weil ich sage 4. Weil es immer als Hälfte gezählt wird, sozusagen. Nein! Wieso treffe ich denn nicht? Was ist das für eine Scheiße? Getroffen. Wir haben ihm noch nicht mal die Hälfte seines Lebens abgeluchst. Wie gesagt, dieser Gegner ist an sich nicht schwer. Es ist aber trotzdem ein ziemliches Geduldsspiel, wie ich finde. Eben deshalb, weil dieser gute Gegner hier ziemlich viel Lebensenergie hat und wir so wenig abluchsen. Aber wir haben halt keine, nicht so viele Stärke-Upgrades bekommen. Wir haben, glaube ich, hier innerhalb des Dungeons einen einzigen Stärke-Boost erhalten. Das war, glaube ich, eher Lebensenergie bzw. Abwehr, was wir hier bekommen haben. Und dann treffe ich ihn noch nicht mal. Was zur Hölle? Das muss man immer nutzen hier. Wenn er da so rausguckt und diese kleinen Dinger da ausspuckt. So, jetzt haben wir ihm die Hälfte seiner Lebensenergie abgenommen. Vielleicht sollte ich mal probieren, ob ich ihn dann mit dem mit dem Slide irgendwie attackieren kann, wenn er so ausspucken will quasi. Mal gucken, ob das vielleicht mehr Schaden macht. Weiß ich leider nicht. Schade, er ist so doof gesprungen, dass ich da nicht viel machen konnte. Ah, jetzt. Ja, wie gesagt, ihr seht schon, also das Prinzip dieses Gegners ist relativ einfach, bloß wir nehmen halt so gut wie nichts ab mit unserer tollen rosa farbenen Flöte. Könntest du mal wieder anderweitig springen, hier vorne, hier so? Oder da raustauchen oder so? Ja, so geht's auch. Nein! Bitte an derselben Stelle auch wieder. Yes, getroffen einmal. Ich muss ihn aber noch ein paar Mal treffen. Ja, es macht leider auch nicht mehr Schaden. Schade eigentlich. Ich habe ihn gleich. Ja! Huh! Du hast den Sandfänger bezwungen. Eine Statue sei dein Lohn. Yes! Ich bin so unglaublich gut. Yeah. So.
Hier können wir jetzt nämlich wieder raus. Ja, ihr seht, also der Boss ist an sich Kinderspiel. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen und etwas Geduld mitbringen, nicht wahr? So, hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr, was in irgendeiner Weise von Belang wäre. Aber ich habe nicht so viel von der Kette gefunden irgendwie. Waren es doch nur zwei Teile? Oh, Lily, Lance. Du bist verrückt. Ich war krank vor Sorge. Wenn dir etwas zugestoßen wäre. Es tut mir schrecklich leid, aber ich musste Medizin für meinen Vater finden. Lass mich bitte noch mit Lance alleine, Will. Will, das ist ein Stein meiner Kette. Ich folgte den Steinen, um dich zu finden. Hier, ich gebe sie dir wieder. Lance flüstert. Ich glaube, sie liebt mich auch. Ich bin so glücklich. Okay. Ich dachte, er sagt jetzt vielleicht noch irgendwas anderes. So, wir verlassen dann mal die Szene und schauen, was sich jetzt zwischen diesen beiden Turteltäubeles abspielt. Oh, die Musik. Diesen Steinen verdanke ich mein Leben. Es sind Steine der Kette, die ich für dich fertigte. Es sind nur noch wenige Steine übrig. Möchtest du sie tragen? Liebevoll hängt Lance ihr die Kette um den Hals. Diesmal flüchte ich nicht. Es geschah alles so schnell. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Bitte sieh mich jetzt nicht an. Ich weine vor Glück. Ich habe schon immer geahnt, dass etwas Besonderes an dir ist. Nun weiß ich, was es ist. Ich möchte dir eine Antwort geben. Ich liebe dich auch. Ich möchte für immer mit dir zusammen sein. Oh, wie romantisch. Lily, ich habe mich noch niemals so gefühlt. Als ob 1000 Sterne aufleuchten würden. Mir geht es nicht anders. Gehen wir zurück ins Dorf. Sie machen sich sicher alle große Sorgen. Oh, ist das nicht süß? So eine Teenager-Love-Story ist genau das, was ihr gebraucht habt, oder? Ach komm, seid doch ehrlich, ihr findet das doch auch wohl schön, weil es so kitschig ist. Ich muss dazu sagen, ich hasse eigentlich Romanzen, Schnulz, irgendwas. Aber das ist gerade ganz cool. Ei. Sieht das nicht episch aus? Mal ganz ehrlich. Ich finde das hier wunderschön. Aber ich werde jetzt nicht hier, sondern noch tiefer. Tiefer. Blum. Wo war denn das jetzt? Ramsel, Bärmsel. Ich möchte hier einmal nochmal wieder in die Spielhölle rein. Um unserem Juwelier nochmal ein Juwel zu geben. Bewahr mein Juwelen auf. Und deine dunklen Kräfte gestärkt. Es ist die mystische Kraft der Dämonen. Deine dunklen Kräfte sind stärker geworden. Drücke den Angriffskopf erneut, nachdem du den Dark Freer eingesetzt hast. Sehr schön. Geil. Daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert, dass das so kommt. Aber ist cool. Das heißt nämlich, dass wir jetzt mit dem Dark Freer von Freedan mehr anrichten können. Wie genau sich das verhält, das werdet ihr dann sehen. Logisch, weil ich werde euch das natürlich nicht vorenthalten, denn davon können wir durchaus auch öfter mal Gebrauch machen. Mithilfe dieser Technik jetzt können wir nämlich Gegner mehrfach verwunden. Und das ist natürlich umso besser, weil das auch ordentlich Schaden austeilt. Könnte man ja so ausdrücken, wenn man denn wollte. Joa, und wir warten jetzt hier auf diesem Blatt. Es ist ja jetzt dunkel geworden. Sieht man ja daran, dass die Farbgebung ein bisschen anders ist. Und ja, seid gespannt, was wir jetzt hier sehen werden. Der russische Glasclub, möchtest du beitreten? Ja. Möchtest du dein junges Leben beim russischen Glasspiel riskieren? Es ist mehr als nur ein Spiel, du könntest dein Leben verlieren.
Ich frage dich erneut, bist du dir ganz sicher? In Ordnung, dein Gegner wartet dort drüben. Er ist ein erfahrener Spieler, so viel Glück besaß noch niemand. Nun gut, frage nach den Regeln. Ein junges Leben findet heute Nacht sein Ende. Kein Spiel ist aufregender als dieses. Ja, wir werden jetzt hier mit unserem Leben spielen. Der Gegner hat viel Geld gewonnen. Was macht er wohl damit? Du besitzt Mut. Du bist zu jung. Warum setzt du dein Leben aufs Spiel? Ein böses Omen. Ich habe meinen Glücksbringer vergessen. Die Regeln sind einfach. Eines der 5 Gläser enthält Gift. Jeder trinkt der Reihe nach. Derjenige, der überlebt, gewinnt. Ich fange an. Okay. Also nein! Mit einem Schluck leerte der Gegner sein Glas. Boah, und die Musik? Du bist dran! Tod oder Leben, Gift oder Wasser. Will schließt seine Augen und leert das Glas. Glück gehabt, doch noch ist das Spiel nicht zu Ende. Also nein! Und auch das hat er überlebt. Will schließt seine Augen und leert das Glas. Glück gehabt, doch noch ist das Spiel nicht zu Ende. Ja, es gibt nur noch diesen einen, also er hat verloren. Das letzte Glas. Halte ein, der Junge hat gewonnen. Trink es nicht, es wird dich töten. Ich muss. Die Ehre gebietet es mir. Ich habe verloren. Mein Leben. Er ergreift das Glas. Stopp! Du hast schon verloren, trink nicht! Ohne die Zuschauer zu beachten, leert er das Glas mit dem Gift. Damit hat unser Gegner jetzt sein Leben verloren. Du bist der russische Glasgegner meines Mannes. Mein Mann sagte einst, er hätte ertragreiche, aber sehr gefährliche Arbeit gefunden. Dies ist sein Testament, hier steht, an meinen Gegner. Das Schicksal wollte es. Draußen stehen 4 Krugs, sie gehören dir. Ich werde meinen Mann ewig lieben, auch wenn er nicht mehr bei mir sein kann. Ja, tragisches Ende, finde ich sehr, sehr schade. Und diese Viecher hier, das sind die Krugs, die ich bekam. Genau, die gehören jetzt nämlich mir, beziehungsweise uns. Und ja, die werden wir auch noch brauchen. Werdet ihr schon bald sehen. Ich möchte jetzt eigentlich erst einmal genau das Spiel sichern. Ich möchte es gespeichert wissen, sowohl den Bosskampf als auch den Erfolg beim Russisch Glas. Ja, wie gesagt, sehr tragisch und dass er dann quasi die Ehre noch aufrechterhalten wollte, kann ich einerseits verstehen, auf der anderen Seite hat es ihn ja somit jetzt das Leben gekostet und er wird sein Kind nicht aufwachsen sehen. Ich glaube, das war ja die Frau, die schwanger war, nicht wahr? Und naja, ob das jetzt unbedingt sein musste, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Hintergedanken das so hätte machen können. Nils Familie betreibt ein Handelsunternehmen in Euro. Ich wünschte, Lenz und Lilly kämen mit uns. Was soll das denn heißen? Ihr habt Krugs? Sie sind doch so teuer. Warum so traurig? Vielleicht sollte ich besser nicht fragen. Ich denke, wir sollten nach Westen gehen, nach Euro. Lenz und Lilly möchten bleiben. Du solltest mit ihnen sprechen. Auch ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Fragt Lenz nach dem Grund. Ich würde gerne bei euch bleiben, aber ich kann meinen Vater nicht im Stich lassen. Außerdem gibt es da noch einen Grund. Ich habe vor, mehr Zeit mit Lilly zu verbringen. Ich fühle mich irgendwie unwohl, denn ich lasse euch nicht gerne alleine. Aber ich muss meinem Herzen folgen. Dennoch wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr werdet es schaffen. Der Augenblick, wenn sich zwei Menschen das erste Mal verlieben, ist magisch. Dieses Gefühl wird man niemals vergessen. Meine Eltern wohnen übrigens in Euro. Sie werden uns helfen, sobald wir dort sind. Auf nach Euro! Ja? Jetzt geht's nach Euro.
Mithilfe der Krugs nämlich. Ist das nicht ein geiles Bild? Ich finde das total cool. Ich habe früher immer gedacht, dass gerade bei Neil, dass das seine Ohren sind. Seht ihr eigentlich, wie Kara auf dem Viech drauf sitzt? Sie lehnt da so halb drauf, also so halt wie eine Prinzessin, so richtig tussig, so ganz merkwürdig irgendwie. Aber okay, das soll jetzt nicht Thema sein. Wir wären also dort jetzt in Euro. Hey! Wir durchquerten die Wüste und erreichten nach langer Reise die Stadt Euro. In Euro herrschte reges Treiben. Die Stadt war viel größer, als ich dachte. Nils Eltern lebten hier. Sie betrieben eine Firma namens Rolek. Ach ja, richtig. Neil war das erste Mal seit 3 Jahren hier. Seine Eltern waren außer sich vor Freude. Sie zündeten ein Feuerwerk und bestellten Tänzer. Es war eine einmalige Willkommensfeier. Klingt echt schön. In diesem Haus leben Nils Eltern. Wir durften die Gästezimmer benutzen. Also in Euro gibt es, glaube ich, auch einige rote Juwelen zu finden. Oh, diese feudale Musik wieder. Gästezimmer. Fühlt euch wie zu Hause. Ich möchte mit meinen Eltern sprechen. Es ist 3 Jahre her. Ich habe Angst, wenn ich nun dringend mal auf Toilette muss und weit und breit keine finde. Nimm deine Windel, Baby. Was für ein Haus. Die Stadtbewohner scheinen reicher zu sein als der König selbst. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt spontan leider nicht, wie viele rote Juwelen es hier gibt. Also es sind, glaube ich, auch wieder zwei, drei Stück auf jeden Fall. Und diese Musik erinnert uns doch gleich wieder an Edwards Schloss, das wir ja ganz am Anfang der Geschichte hier besuchen durften. Verlassen wir das Gebäude jetzt hier? Sehr gut, denn ich möchte nicht auf den Markt. Den gucken wir uns auch noch genauer an. Aber ich möchte jetzt erst einmal noch mal kurz diesen Ort hier verlassen. Denn ich habe noch in Erinnerung, dass wir noch mal zurück können nach Vatermia. Und dort angekommen werden wir uns nämlich noch ein rotes Juwel unter den Nagel reißen. Viele wissen es nämlich gar nicht, dass man hier noch mal zurückkehren müsste, um wirklich vollständig alle roten Juwelen zu sammeln. Und naja, wir sind jetzt hier zurück in Vatermia. Und hier werde ich jetzt einfach mal wieder zu diesem Haus hier oben gehen. War das das hier oben? Ja. Gerüchten zufolge stoßen wir mit einem riesigen Stern zusammen. Ich glaube nicht an solche Gerüchte. Meinem Vater geht es von Tag zu Tag besser. Er kann jetzt sprechen. Hoffentlich findest du auch bald deinen Vater. Sag mal, sammelst du nicht diese roten Juwelen? Mein Vater hat eines davon besessen. Es gehört dir. Ich hoffe, du findest bald deinen Vater. Ja, genau deshalb wollte ich nämlich nochmal zurück. Wir können jetzt nämlich tatsächlich uns hier dieses rote Juwel abholen. Das habe ich damit jetzt auch getan. Das wird jetzt erst nochmal schnell zwischengelagert beim Juwelier, den wir ja hier in der Spielhölle finden. Hätte sein können, dass er jetzt was anderes sagt, nachdem der Meister hier tot ist. Der sein Leben gelassen hat. Quatsch, hier ist der. Hier oben. Bewahr meine Juwelen auf, vielen Dank. So, damit hätten wir jetzt 31 Juwelen. Ich gucke mal kurz, ob das okay ist an dieser Stelle. Ja, es ist okay. Und ja, mal gucken. Also in Euro müssen wir mal schauen, wie viel es da gibt. Also ich glaube, es sind nur 2 oder 3 Stück. Ich glaube, eher es sind 2. Wo genau es die jetzt gibt, weiß ich nicht mehr. Ach doch. Doch, ich erinnere mich. Chinesische Mauer könnten wir auch nochmal betreten. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch nochmal. Wenn ich die Chance habe, dann gucke ich hier auch nochmal nach. Ich möchte jetzt hier einfach nur mal schauen, ob ich jetzt irgendwas ausgelassen habe. Irgendwelche Gegner, rote Juwelen ganz bestimmt nicht, aber Gegner vielleicht, die man noch töten kann, um ein Level-Up zu bekommen. Ich glaube zwar ja, wie gesagt, nicht, dass das der Fall ist, aber hey. Das ist jetzt hier das. Ihr seht,
diese Gegner respawnen. Ah, ich glaube, wie gesagt, nicht. Also wenn man diesen Dungeon einmal verlässt, dann respawnen die Gegner, aber man bekommt hier keine neue Kraft, wie ihr da eben sehen könnt. Es steht ja nicht nochmal Kraft, bling bling. Nein. Okay, also ich glaube, hier ist nichts mehr. Jetzt nochmal alles überall durchkämpfen und wieder da so halb mit dem Leben. Nee. Nee. Ich kehre nochmal nach Vatemia zurück. Werde mich dort einmal kurz zurückziehen. Sprich, einmal das Sphärenportal aufsuchen, mich von Gaia heilen lassen und letztlich dann auch das Spiel für heute beenden. Ja, und dann werden wir uns im nächsten Part Euro etwas genauer anschauen und dann mal gucken, was uns weiterhin erwarten wird. Einfach abwarten. Ich weiß jetzt spontan, wie gesagt, nicht, ob euch das jetzt hier alles so auch noch ein Begriff ist für die Leute, die das Spiel kennen. Die werden sicherlich wissen, was uns hier danach bevorsteht. Ist so einer meiner absoluten Hass-Dungeons. Aber hey, kein Problem. Die Reise fortführen. Ich mach das mal so und sage, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part, wenn wir Euro erkunden. Und bis dahin, tschüss!